Und damit willkommen zurück zum Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ich habe heute was ganz Besonderes vor. Ich freue mich schon richtig auf die Premiere. Dummerweise haben wir so sehr schlechtes Wetter ausgesucht, um das zu tun. Aber jetzt hier ist eiskalt durch ein externer Auftrag, der uns herausfordert. Könnte, soll, wird, ich weiß es nicht, könnte auf jeden Fall, soll wahrscheinlich auch, aber wird wahrscheinlich auch, hoffentlich nicht. Leider. Da ist das Ding. Cool. Das ist der Gerät. Alter, ist das fett. Ist das fett, ey. Wir fahren da lang. Undiscovered Strecke. Ihr kennt die Geschichte. Also ich will mit diesem Ding nicht durch diesen Tunnel durchfahren. Das ist Hölle. Sag ich euch. Das kann ich euch versprechen. Ja. Wir haben auch keine bösen Ausfahrten drin. Das ist einfach. Ansonsten ist da nichts zu meistern. Geil. Los, wir fahren. Läuft der mit mir? Nein. Bitte? Bitte das? Wie er gekippt ist? Nee. Da muss er das tun. Geil, oder ist das geil? Leute, ey, das ist so geil. Ich freue mich richtig. Das hier in eine Folge, weil es ist ein World of Trucks Auftrag. Das heißt, ich muss den heute fertig machen. Und dann auf die Straße. Wie cool. Nicht geil finde ich halt, dass es regnet.
Katastrophe. Ein bisschen dauern. Oh Mann, ist so viel los, ey. Leco Mio.
Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von diesem Kicker-Leinwand so haltet. Wie findet ihr die? Ich finde sie genial. Also, bis jetzt jedenfalls. Thank you.
Wenn die auch im Traffic unterwegs wären, wäre es auch cool. Die Doubles. Muss mich mal kurz richtig hinsetzen, bis ich beste Sicht auf den Monitor habe. So ungefähr. Jetzt geht's weiter. Geschwindigkeit.
Das ist irgendwie echt gruselig. Wirklich.
Autobahn auf- und abfahren hier immer so geil gemacht. Licht aus, Tor aus, geht hier von der Straße runter. Sehr geil. Und Päuschen. Ah ja. Guten Morgen, ohne Sorgen. Lichtpflicht, anbremsen raus. Und tanken. Dann kann es weitergehen. So, jetzt ist es wieder bei Tag. Bleiben, Handbremse, Zähler zurücksetzen, Motor aus und tanken. 1,72. Alter. Das ist teuer. Er hupt. Könnte jetzt ein bisschen dauern.
Blitzkasten. Auf der Seite. Das heißt, das ist der andere. Nicht weit entfernt. Richtig oder richtig? Erst mit zufahren. Ich weiß, dass hier nur 80 sind. Ist mir auch klar. Aber es ist doch, guck mal, ist doch schön hier, oder nicht? Ich find's hier schön. Sehr idyllisch.
lass mich nicht. Geil. Ich bin ein chronischer zu Schnellfahrer. Fällt mir auf. Das lässt sich sehr angenehm fahren. Auf alle Fälle. Oh, 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 oh. Seht ihr, wie der Mini, die Mercedes gerade hinten dicht aufgefahren ist? Ein bisschen mehr, das hat geklatscht. Aber nicht Beifall. Geradeaus weiter nach Bergen. Ja, Blinker setzen wir auch gut. Der nächste Schub und rein. Deswegen herrscht hier Lichtpflicht. Ständig Tunnel rein und raus. So, und hier rechts abbiegen.
Wartet auf mich, Freunde. Ich will bei euch mit. Oder so. Gar nichts. Jetzt kannst du noch an mir vorbei. Kommt da, kommt da. Ja, stimmt. Schrank auf.
Fische fressen und ab in den Berg füllen. Da vorne sehe ich den Zielkreis schon erscheinen. Das heißt, wir können es nicht mehr weiter haben. 43 Minuten. Boah. Hat ja lange genug gedauert. Die Polizei juckt offensichtlich nicht mehr, wie schnell ich fahre. Hier ist noch ein Blitzer irgendwo. Nee, der kommt später. Führt. Also entweder Bergen-Aalborg
Okay. Cool. Nicht der nächste. Kolikea. Der steht vorne normalerweise. Das sieht auch gar nicht mehr so gut aus. Heiligsblechle. Den hier hinzustellen ist aber auch eine glorreiche Idee. Wo muss denn der hin? Da zu Polaris Lions. Perfekt. Auf Feuer. Wir sind hier der Gigaliner-Profi. Ein schöner Ort. Eine Straße, die dich direkt geradewegs ans Ziel führt. So.
Das ist jetzt ein Witz, ne? Ich soll den jetzt rumdrehen, oder was? Was soll das denn? Ihr seid denn lustig. Hab ich gelacht. Okay. Schluss aufs Ende. Jetzt reicht's. Katastrophe. No. Habt ihr was? Für nochmal nach Bergen? Irgendwo hin? Nein. Jetzt ist Ende der Kette. Jetzt fahren wir Richtung Werkstatt und Schlafplatz. Wieder auf den Berg rauf. Ja, ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen. Freut mich, wenn es euch gefallen hat. Lasst der Folge einen Daumen nach oben da. Teilt das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und ja. Ich darf Danke sagen. Wir machen heute mal so Schluss. Macht's gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal.